Hallo und willkommen zu einer Folge Temtem. So, bevor wir mit der Hauptstory weitermachen, wollen wir erstmal hier oben weiter schauen, ob hier noch mehr Trainer rumstehen. Denn Augenblick, hier waren wir schon, ne? Von hier sind wir ja gekommen. Ne, jetzt, oder? Aber da haben wir gegen den Typen hier gekämpft. Ist ja nicht bekannt vor. Doch. Während aber unsere komische Erfahrungsdinger hält ja noch zum Drittel oder so ungefähr, ist er ja noch. Das heißt, muss so viele Trainer mitnehmen wie möglich. Ei, meine Kombo, die sind offen ab. Heißt aber auch, dass wir mal ausnahmsweise mal nicht austauschen müssen. So, wer ist ein gefährlicher? Platimus, oder? Schon. Oh doch, wir müssen raustauschen. Wasserattacken, ich bin doof. Dann. Dann nehmen wir jetzt selber Luardi, ne? Natürlich ist eine Giftattacke ein, die uneffektiv gewesen wäre, wenn ich nicht rausgetauscht hätte. Naja, dann machst du ein Giftgas, deine Windlinge sollte ja eigentlich schon ausreichen. Still alive. Ist er tot? Was warst du? Die Digitalkatze. Machst du Luardi mal platt? Was macht die Katze, ist die Frage. Also welche Attacke wird die einsetzen? Geh mal aufs Gansch. Auf ihn ein, na gut. Ja, mach einfach so, dann machen wir so. Ja, still live. So, du schläfst jetzt eine Runde. Ich heile jetzt erstmal einmal hoch. Es hat so viel AP. Mittlerweile reicht diese Salbe plus plus nicht mehr am Full Life sein. Ne? 317, ne? Das hat ein Tank, ne? Hat auch hier 30 KP mehr. Oder eigentlich 40 KP mehr als Gansch. So, eigentlich will ich jetzt nicht so viel Schaden noch machen. Von daher machst du aber nichts. So, kurz doch mal wieder voll heilen. Oh, das reicht eigentlich so. Okay, jetzt habe ich gesagt, das heißt, wir haben jetzt keine Trainer mehr hier. Okay. Jetzt gleich mal heilen müssen, weil dann kann ich gleich eigentlich einmal zurückgehen. Na gut, dann war es mit der Lernhilfe. Dann werden wir nochmal kurz das ganze Wasser hier ablatschen. Dann ist er gar nicht mehr so viel. Das kleine Stückchen hier. Hier komme ich nämlich gar nicht rein. Deswegen ist das nämlich dunkelblau. Okay, liegt hier trotzdem noch irgendwas rum? Warum kann ich hier noch rein? Oder ist hier nichts? Doch nicht so was. Okay, dann gehen wir jetzt noch einmal heilen mit der Rauchbombe hier, dem Torium, und dann geht's weiter mit der Hauptstory da. Sind mit 84 hier, hast du jetzt mehr als genug gemacht eigentlich. So, so. Naja, was einkaufen wir noch? Eigentlich brauche ich mal ein paar Rauchbomben hier, bevor die nachher an der sind. Ansonsten brauche ich ja nicht wirklich was, ne? Davon habe ich noch genug, davon habe ich genug. Ja, vielleicht ein paar ETH Plus Busse hätte ich verkraften können. Machen wir mal jetzt 10 voll, was wir irgendwann mal brauchen sollten.
Okay, dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Laufen wir mal kurz nach ganz oben. Ich scheiße, wie komme ich da nicht hin? Gut. Gerade nicht, bis sie immer mal da sind. Da ist die Kanalisation. Rein da. Jetzt brauchen wir wieder Schutz. Ne, hier gehen wir nicht links. So. Hallo? Wer hier? Niemand, cool. Das ist ein geheimes Versteck. Was man unten runter? Ist das eine Art Geheimlabor? Hier unten versteckt. Wir konnten kleine Besuche all diese Geräte hier aufbauen und diese Sachen geheim halten. Ist echt so. Also sind die auch einfach da? Gute Frage, Nuyuna. Ich weiß nur, dass man so etwas nur durchziehen kann, wenn man mit dem örtlichen Dojo-Meister unter einer Decke steckt. Also war es doch Parzival? Das war alles nur ein Ablenkungsmanöver? Parzival, flieht sich ja gerade. Nein, war es nicht. Und nein, Parzival ist nicht, Parzival ist nicht und war nie der Anführer von Clan Besoto. Er ist nicht mein Mitglied. Nein, er ist benutzt worden. Er hat dem Clan geholfen, ohne es überhaupt zu wissen. Ohne überhaupt zu wissen, dass es den Clan überhaupt gibt. Als er Nala einlud, hatte er keinen Schimmer, dass wir sie gefangen nehmen wollten. Als er das Tantem-Turnier organisierte, hatte er keinen Schimmer, dass das ein Plan Besoto-Plan war, um die Erzbändiger aus ihrem Versteck zu locken. Als er alle Neuigkeiten über Kisi war und Clan Besoto und den Kongress aus dem Fernsehen der Presse von Aburia so hielt, wusste er nicht, dass es damit den Clan in die Hände spielt. In all diesen Fällen befolgte er nur den freundlichen Rat seines geschätzten besten Freundes. Wer? Das wirst du mir nicht glauben, aber schau dich um und find es selber raus. Die hatten nicht die Zeit, diesen Ort hier anständig zu evakuieren. Seine Fingerabdrücke sind hier noch sicher überall. Ja, der Professor, das wissen wir doch schon, dass er es ist. Glaube ich dir. Das weiß ich nämlich schon selber. Oh, hier sind wir richtig. Überall Priorität, oberste Priorität hat er Transport von Nada. Es ist entscheidend, dass Kongress-Sympathisanten sie wiederfinden, noch befreien. Wer ist KR? Du weißt, wofür K steht. Lies weiter. Überbringe die beliebigen Nachrichten an Parzival. Für den Fall, dass Nuyuna auftaucht, schicke zwei deiner besten Bändiger, um ihr einen Hinterhalt in mein Büro zu stellen. Oh nein, Moment, wurde das geschrieben von... oh nein, das kann nicht sein. Bla 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 bla. Ja, ich weiß, wer es ist. Ja, Nuyuna, Professor Konstantinos. Er war die ganze Zeit über gewesen. Er hat mir die Geschichte persönlich erzählt. Möchtest du sie hören? Warum? Die Geschichte... die er mir verkauft hat, das war vor langer Zeit in Kipanko. Er hatte an einem Projekt gearbeitet, als er aus dem ersten Digital-Temtem kam. Er kannte das Potenzial dieser Technologie, wenn alle anderen nur coole neuen Temtem sahen. Seine Worte. Zuerst hat er Dr. Hamijo rekrutiert. Der Wind war, nachdem die NATO-Labore ihm rausgeworfen hatten. Und dann holte er sich Lady Lottie, einfache Beute dank ihres Größenwahns. Und dann kam der General, würde das unten drunter ihn holen. Und eines Tages hat er auch mich rekrutiert, damals in Zadar. Mich traurig ist das Kind, das zu eifersüchtig war, um es besser zu wissen. Zu ungeduldig, um die langfristigen Folgen zu sehen. Zu dumm, um das Richtige zu tun. Wie? Es war kein großes Ding, oder zumindest prallte er mir gegenüber immer damit. Der Archipel war nicht vorbereitet auf etwas wie Clan Besoto. Jede Insel, jedes Dojo nur auf sich selbst fixiert. Es brauchte etwas wie Kisiva, um sie zu einen. Und dann war es fast schon zu spät. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, wie nah dran er war. Wir waren den kisivanischen Widerstand zu zerschmettern. Wenn die Invasion von Kisiva gelungen wäre, hätten wir jetzt diese Unterhaltung nicht. Die ganze Stadt würde seine Krönung mit einer Parade feiern. Okay, so, wir waren beim Kongress. War es aber einen Schritt voraus, nehmen wir den hier lieber. Weil er Teil des Kongresses war. Er wusste von all unseren Plänen. Ja, dafür hat er gute Professor gesorgt. Er hat Parzival durch seine alte Freundschaft zu ihm manipuliert. Der Dojo-Meister ahnte gar nicht, dass er ihm in die Hände spielt. Und ihr beiden ebenfalls nicht, wie wir darüber gedacht haben. Er hat uns alle in das Licht geführt, sogar mich. Ich hatte ihm geglaubt, dass ich ihm vor allem Schülern am liebsten bin. Dass er große Dinge für mich plant. Größere Dinge als dich. Das klingt jetzt alles so dumm. So lächerlich.
Was ist mit KR? Wofür steht das? Konstantinos Rex. Davon hat er mir eins erzählt. Er möchte die Monarchie in Eboe wieder einführen und sich früher oder später zum Kaiser des Archipels krönen. Er versprach mir, mich zu belohnen, sobald er über die 6 Inseln herrschte. Wir müssen ihn aufhalten. Das ist doch irre. Wir kommen wahrscheinlich zu spät. Er ist sicher schon mit Teleboss weggeflogen. Wir haben sie abgeschossen, bevor wir kamen. Er kann nicht fliehen. Ihr habt Teleboss abgeschossen. Ihr beiden seid echt beeindruckend auf eure Weise. Und ja, abgeschossen haben wir es jetzt nicht. Wir haben es einfach die Triebwerke ausgeschaltet. Das würde ich nicht als Abschießen bezeichnen. Dann haben wir vielleicht noch eine Chance. Er muss noch in Elbury sein. Ich habe von dieser Burg Bräseid gehört. Liegt wohl in der Nähe eines Sees. Aber dorthin wurde ich nie geschickt. Doch Uda. Bringt einfach weg. Na gut, das ist dann die Burg, die wir am Rand am Anfang gesehen haben, als wir halt hier gelandet sind in der Stadt, ne? Also auf der Insel, nicht in der Stadt. Machen wir erstmal kurz so. Ich muss hier ganz hochlatschen, ich hoffe mal nicht. Hier, da will ich nicht hin. Ne, ist denn da hin? Das wird, wahrscheinlich das Ding hier oben, oder nicht? Aber anscheinend laufen wir unten rum, dann, also müssen wir schon ganz hin wieder hinlatschen. Davon abgesehen. Wir müssen schnellstens diese Burg Bräseid stürmen. Das könnte übel werden. Wir haben keine Ahnung, wie viele Bersote uns dort erwarten. Und die Verstärkung des Kongresses verspätet sich. Und... Leona, wir müssen reden. Etwas ist vorgefallen. Es ist dringend. Das muss warten. Wir haben neue Erkenntnisse, die eine ganz große Sache sind, falls sie wahr sind. Und die Bersote halten nahe an einem Ort namens Burg Bräseid fest. Und du meinst, sie muss warten? Keine Chance, Kados. Es dauert nicht mehr lange. Und ich würge sie. Wer? Sie. Ah, Lady Lottie. Du hier. Du Tölpel hier. Wie sieht die denn aus? Ich glaube, die ist ein bisschen. Ah, die ist sehr schlimm, sind ja abgestürzt. Erzähl mir nicht, dass Teleboss noch fliegt. Ne, die sind abgestürzt, deswegen sieht die ja so aus. Ja, ist echt so. Es ist unglaublich, wie viele Menschenstürze aus Luftschiffen überleben. Einweisung voll. Erfolg. Darf ich sie jetzt erwürgen? Ja, je, nicht so nachtragen, werte Luftkapitänin. Sie sind eben die Launen de la Guerre. Mal gewinnt man. Mal wird man aus dem Feld gefegt. Ich bin hier, um mich aus freien Stücken zu ergeben, gemäß der Gesetze und Sitten der Ritterlichkeit. Ritterlichkeit, du meinst, ich muss Bitte und Danke sagen, bevor ich nachdem ich dich erwürge? Diese merkwürdige Erwürgen-Fetisch ist höchst unangebracht für eine Dame und Befehlshaberin eines Kriegsschiffes. Was war los, du pompöse Punktnudel? Keine Lust mehr, nach Konstantinos Pfeife zu tanzen? So in etwa. Ehrlich gesagt war mir diese Wiedereinführung der Monarchie schon immer suspekt, aber also solange am Ende eine bürgerliche Dinsianer auf dem Thron sitzt, meine ich. Du hast deine Besote also den Rücken gekehrt, weil er nicht dich zur Königin krönen wollte, und ich dachte, ich sei ein Heuchler. Ruhe, Schuft, unterbrich nicht deine höhere Stellten. Er hat sich unmanierlich in der Ahnenhalle meine Familie niedergelassen. Das war der letzte Tropfen, ich will nichts mehr mit Klame Soto zu tun haben. Wer hat sie doch überhaupt wechselt gerade die Seiten? Hat sie doch gar gesagt, warum? Ist das für eine dumme Frage? Und dann, hast du etwas Brauchbares zu sagen, Lottie? Ich denke ja, junge Bändigerin. Ich kann dich entscheidend dabei unterstützen, diese emporgekommene, neureichen Akademiker zu besiegen. Als Gegenleistung erlaube ich mir, mich in aller Ehre zu ergeben. Und... Zum unten runter, ich erlaube dir überhaupt nichts. Du hast mein Schiff zerstört und um einen haben meine gesamte Besatzung getötet. Ich hatte eine Woche zuvor erst die Marder an Bord gehabt. Nimm mir diese Wahnsinnige aus den Augen, Leona. Wir können das doch angemessen wie zivilisierte Menschen besprechen. Spuck es aus, Lady Blabla. Wo ist Konstantinos und wie können wir Burg Bräseid betreten? Wie unhöflich, aber oh, ich muss diese würdelose Behandlung ertragen. Denn der Adel zeigt in harten Zeiten, was er wirklich taugt. Nun denn, Dezianerin. Wisse, diese Burg Bräseid hat selbstredend einen Geheimeingang. Er ist unbewacht, wenn ihn niemand kennt außer mir. Das ist meines... Dafürhaltens nach euer Weg in die Festung. Der Weg führt durch den unteren Teil der Burg bis in die große Halle. Die Frau, die ihr offenbar sucht, Nelly, wie ist die? Nada hieß sie eigentlich, ne? Oder wie immer sie heißt, wird im Kerker festgehalten. Ich habe natürlich den Hauptschlüssel. Ihr reicht den Geheimeingang durch die Wälder im Osten, jenseits von Grüntal. Man kann ihn leicht übersehen, weil er meisterhaft mit dichten Bewuchs getarnt ist. Aber ich kann euch helfen, ihn zu finden. Da ist der Durchbruch. Sie so dringend brauchten. Ich warne die Erzbändiger beim Steinkreis. Wenn Konstantinos dort ist, brauchen wir vielleicht ihre Hilfe, um Nada zu befreien. Wir treffen uns dort, Leona. Ich bleibe hier und sorge dafür, dass Lady Lottie es sich nicht anders überlegt. Lottie, mein Name ist Lady
und du bleibst besser mal im Mucksmäuschen still, sonst sorge ich dafür, dass dein Sinneswandel bereust. Genug der Worte. Okay. So, Grünwaldtal. Dann schauen wir mal. Okay, es geht aus. Okay. Ah, okay, aber noch nicht komplett hoch. Aber gut, da ist halt der Geheimeingang dann irgendwo. Joa, es kann aber auch wahrscheinlich auch eine Weile dauern, hier durchzukommen. Darum können wir es jetzt nochmal heilen. Okay, unten ist eine Sackgasse. Das heißt, wir laufen erstmal nach unten. Gift normal und so. Ich wusste auch irgendwann mal den zwei Typen von den Typen Dings. Da war Gift und noch irgendwas, aber ich weiß nicht mehr, was da war. Ich glaube, ach stimmt, der war digital. Jo, wir haben ja auf Gepanko kennengelernt. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Da haben wir gar nicht in den Reichsfeldern, glaube ich, ne? Haben wir den gesehen? Ah, der hat nur zwei Leute, alles klar. Shop, ey. Ich glaube, das ist ja so ein Flohmarkt, ey. Obwohl, sehr aus wie ein Picknick, jetzt wo ich genau hinschaue. Okay, das Nashorn. Boden, Natur und Gift haben wir hier. Der hat mir das Ding ja doch mal gebraucht, ne? Naja. Vielleicht kommen wir hier mal, der hat drei Tempels. Vielleicht kommen wir mal in die vierte Runde und können wir gucken, was der Blue Screen da macht. Sollte auch nächste Runde mit einer Kampfattacke tot sein, dann. So, Bap. Bap. Scaravolt, ah. Ich will trotzdem mal drin bleiben, wir wissen, was die Attacke macht. Obwohl, die Scheiße, nee, ist vierfach effektiv für Elektro, ne? Nee, das tanken wir nicht. Scheiße, wenn es doppelt nur zweifach effektiv würde, sagen wir, heilen das ist einfach hoch. Aber so werden wir das nicht wegtanken können. Aber vielleicht können wir es aber töten, wenn wir schneller sind. Der töten wir es jetzt einfach, ne? Mit beiden Attacken zusammen wird das eigentlich ausreichen. Dann können wir bei Nidvarazil da ausprobieren, was Blue Screen macht. Oh, oder das vielleicht das doch nicht. Wie wie die Schaden das gerade war. Ich bezweifle gerade, dass das jetzt tot wird. Na gut. Schade. Vielleicht ist er irgendwie dumm und macht irgendwie irgendwas anderes. Oh lol. Macht echt irgendwas anderes. Idiot, ey. Okay, dann, wer braucht ja am meisten Erfahrung noch? Du bist 81, deswegen nehme ich dich. So, du wirst trotzdem einfach mal Scaravolt töten hier. Was unnötig, töten wir den mit überhaupt denn? Wir wollen ja gucken, was Blue Screen der macht. Gucken, ob er jetzt einfriert oder gefroren oder wie auch immer, was davon jetzt was ist. Lol, das ist ja auch. Okay, nee, die sind tatsächlich komplett eingefroren.
Okay, dann ist die Attacke doch ganz nice. Beide frieren ein. Okay. Das ist dann doch echt ganz nice, die Attacke. Sie sah auch witzig aus, davon abgesehen. Was, tauen die? Wie ist das eigentlich mit Auftauen? Also tauen die auch auf, wenn ich die angreife? So wie sind wir denn die schlafen? Oder wie ist das bei Einfrieren eigentlich? Oder nur bei der Feuerattacke vielleicht oder so? Ich weiß es gar nicht. Doch, hatten wir es noch nicht, dass irgendwie gegen eingefroren waren. Okay, aber schaut das nicht so. Der hat auf jeden Fall nicht aufgeschaut dadurch. Nee, das ist ja mega nice. Wenn der mal zwei Runden lang einfrieren. Also selbst wenn die jetzt beide schneller waren in der Runde oder gewesen wären, hätte die denn erst eingefroren, wären die in der Runde darauf auf jeden Fall eingefroren. Der ist die Attacke echt cool. Man dauert halt vier Runden, ne? Aber dann sagen wir jetzt gegen irgendeinen Dojo-Meisterkampf zum Beispiel, wo die 6 Temtems haben. Da kommt man ja auf jeden Fall dazu, 6 Runden im Kampf, 4 Runden im Kampf zu sein. Ich hab Schutz an, was soll das? Es kommt eh nur wieder irgendein mentaler Kampf-Temtem. Nee, doch nicht, lol. Obwohl doch das dicke Wespe wieder zum Kampf-Temtem, ne? Das haben wir schon mal gesehen. Auf jeden Fall, der rechte ist halt normal. Weil der linke dodgt leider. Dann hätte ich gesagt, wir besiegen die jetzt bei den rechten. Normal kann ich ja mit mental angreifen, aber so. So, ja, so ein typisch. Irgendwelche Items hier irgendwo. Das ist hier gerade nichts. Feuerbodengift. Level 90, greifen erstmal wieder denselben an. Ja, Kriegstrommel. Kriegstrommel. So, Kampfattacke auf den. Den da. Zwei Runden, ne? Das heißt, der macht nicht ganz so viel Schaden jetzt. Aber versuchen wir auch so viel Schaden zu machen wie geht. Ich glaube, ich jetzt das Gold an der Runde ja platt kriegen. Der ist nämlich schon immer tanky, ey. Beide. Und keine Ausdauer mehr, lol. Also mein, das heißt keine mehr, ich weiß nicht wie viele, vielleicht zieht das irgendwie 20 Ausdauer so ab, wir hatten halt bei den beiden Fällen nicht mehr viel. Egal, machen wir mal so, damit er auf jeden Fall tot ist. Ich glaube, Scan stirbt sogar noch, oder? Also jetzt eher, aber ich glaube, der wäre so gestorben, ne? Bei Gift und Feuer zusammen hätten, glaube ich, genug Schaden gemacht, dass er so gestorben wäre. Ja, so bist du. Okay, das war's dann wieder für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.